Hallo und herzlich willkommen zum Finale. England gegen Neuseeland. Hier sehen wir die Torschützenliste. Da ist Gregorius auf Platz 2, die Engländerin Carney auf Platz 1. Zwei Tore fehlen, also Gregorius, um gleich zu ziehen. Mal sehen, ob ihr das gelingen wird. Natürlich wäre es wünschenswert. Drum, mal schauen, was sich da machen lässt. So, die defensivere Haltung hat sich jetzt im K.O.-System gut ausgezahlt. Woo! 1 zu 0! Gregorius! Was, Gregorius? Nein, ich glaube nicht. Hearn. Per Kopf, schön eingeleitet worden von Wilkinson. 1-0, schnelles Tor, fünfte Minute. Können Sie jetzt schon vom Pokal träumen? Nein, natürlich nicht. 5 Minuten gespielt, 85 plus Nachspielzeiten gibt es noch. Das heißt, am Riemen reißen. So wenig wie möglich zulassen. Oh, das war zu weit. Ja, zwei Tore wären gut für sie, dann würde sie gleich ziehen. Mit der Engländerin. Und im Fall eines Sieges sogar den Titel holen. So, Root. Schön zur Mitte gepasst. Glück gehabt. Oh nein. Oh nein. Aus der Traum vom goldenen Fußballschuh. So wie es aussieht. Verletzung von Gregorius. Somit bleibt es bei den 5 Toren. Und die Engländerin holt sich auf jeden Fall den goldenen Schuh. Das ist es natürlich bitter. Statt hier ist jetzt White gekommen.
Oh. Stange. Hat man sich den Ball abnehmen lassen. Eins zu eins. So, es wird spannend. Der hat jetzt ordentlich gewürfelt, bist du deppert. Ja, wie verdauen sie jetzt den Schock, die Verletzung von Gregorius, die Top-Torschützin? So gut. Kann sich hier hören durchsetzen? Nein, Halbzeit 1 zu 1. Es bleibt spannend. Ja, England leichte Vorteile. Eine Halbzeit gibt es noch. Und eventuell Nachspielzeit, also Verlängerung. Ein Elfmeterschießen, aber auf das wollen wir nicht hoffen. So, Riley. Oh. White trifft nur die Stange. War's White? Ich glaube es. Hi, hi. Oder was? Wilkinson? Könnte auch sein.
Oh. Aber Neuseeland gibt nicht auf. Oh, das war nicht gut. Eckball. Gott sei Dank nur gelb fürs Dot. Na komm, ey. Das denke ich mal. Oh. So, es wird spannend. Knapp 70 Minuten gespielt. Ja, gelbe Karte für. So, England ist wieder im Aufbauen. Schön weit, weit, weit. Führungstreffer, weit. 2 zu 1, 1 zu 2, super gemacht hier. Schöner Pass. Auf White. Die nimmt den Ball, Bulli. Und gibt den Engländer jetzt eine Denkaufgabe. Unglaublich. Zweites Turniertag scheint es zu klappen. Ich möchte es nicht verschreien, aber man spielt schon viel besser. Fast wieder weit. So, zwei Wechsel hat man noch. Rod kann nicht mehr. Und Wilkinson wird auch ausgetauscht. Beide haben viel gearbeitet.
Oh, schön abgefangen noch. Das darf nicht passieren. Ja, ist die Frage, kommt es überhaupt noch zu einem Wechsel? Jetzt. Die beiden Flügelspitzen werden ausgetauscht. Also die beiden Flügel. Um hier noch ein bisschen Energie reinzubringen. So, 3 Minuten Nachspielzeit trennt Neuseeland von ihrem absoluten Traum. Oh. Jawohl, Neuseeland gewinnt hier das Turnier. 1:2. Alter, Spielzusammenfassung. Und holt sich hier den begehrten Pokal. Wie kam es dazu? Höhn. 1:0, schön weitergeleitet von der Seite. Da sehen wir die Verletzung von der Top-Goldgeterin. Das war noch ein Stangenschuss. Das 1:1 macht es nochmal ganz, ganz spannend. Aber die Neuseeländerinnen gaben sich nicht auf. Stange. Es gab auch rüde Attacken, aber das sind ja die Engländerinnen gewohnt. Und jetzt hier der wunderbare Pass auf Wild, die den Ballvolley übernimmt und das 2:1 fixiert. Nachher gab es noch ein bisschen eine Zitterpartie, da die Engländerinnen natürlich versuchten, das noch wegzumachen, aber es gelang nicht. Deswegen ist Neuseeland Pokalsieger. Mit diesem Erfolg, auch einen Erfolg, den ich freigeschaltet habe, grandios werde ich mir dann anschauen, verabschiede ich mich von dem Turnier, von meinem einjährigen Jubiläum zum Stream. Macht's das gut, bis dann. Schaltet wieder ein. Ciao und Baba.